Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Bernhard Kegel und ich begrüße Sie herzlich zu einer Lesung aus meinem neuen Buch Die Natur der Zukunft, Tier- und Pflanzenwelt in Zeiten des Klimawandels, hier im Rahmen von Leipzig liest extra. Es ist natürlich ein Jammer, dass wir uns hier nicht, wie es sich gehört, gegenüber sitzen. Dann schauen Sie mal, wie es hier aussieht. Wir sind mitten in den Leipziger Tropen, in der grandiosen Gondwana-Halle im Leipziger Zoo. Es kann also durchaus sein, dass sich hier irgendein bunter Vogel dazusetzt, eine Kronentaube, die hat uns hier schon mal besucht heute. Und Sie hören auch die Geräuschkulisse des Leipziger Dschungels. Ja, die Natur der Zukunft. Nach meinem Geschmack ist im Zusammenhang mit dem Klimawandel und dessen Auswirkungen viel zu wenig von der Natur die Rede. Wir hören von allem Möglichen, von CO2-Emissionen, Treibhauseffekt, von Klimagipfeln, von zögerlicher Politik. Aber wir hören sehr selten und sehr wenig darüber, wie sich dieser Klimawandel konkret auf die Natur auswirkt. Und zwar schon jetzt und schon seit Jahrzehnten. Wir machen offenbar so weiter in unserer Beziehung zur Natur wie bisher, mehr oder weniger ignorant. Dabei sind wir doch angewiesen auf die kostenlosen Dienstleistungen der Natur, sind Teil der Natur und brauchen sauberes Wasser, saubere Luft, gesunde Böden, Erholungsräume, all das, was uns die Natur quasi umsonst liefert. Und es ist noch aus dem zweiten Grunde eigentlich merkwürdig, dass wir so wenig davon hören, weil die Natur und die Veränderungen, die sich dort jetzt schon abspielen, eigentlich eines unserer empfindlichsten Messinstrumente sind über die Auswirkungen des Klimawandels im Hier und Jetzt bereits. Ich habe nun versucht, das, was man darüber weiß, und das ist eine ganze Menge, die Climate Change Biology, die diese Phänomene untersucht, gibt es schon seit 2 Jahrzehnten, auch wenn sie vielleicht damals noch nicht so hieß. Möchte Ihnen heute ein paar Schlaglichter auf diese Phänomene, die wir heute schon beobachten können, werfen. Nun, wenn die Temperatur steigt, und das hat sie lokal unterschiedlich im globalen Durchschnitt seit Beginn der Industrialisierung schon um 1,2 Grad getan, dann ist die erste und naheliegendste Reaktion der Lebewesen auf dem Planeten, dass sie ihre Verbreitungsgebiete verändern. Wir wissen aus der Paläontologie, aus der Fossilüberlieferung, dass das immer geschehen ist, wenn sich das Klima geändert hat, wenn es wärmer geworden ist. Und genau das erleben wir auch heute. Es gibt Dutzende von Studien, die belegen, dass sich Tausende von Tierarten heute eigentlich nur in eine Richtung auf dem Planeten bewegen, nämlich polwärts, also auf der Nordhalbkugel Richtung Nordpol, auf der Südhalbkugel Richtung Südpol, in den Bergen bergauf und in den Ozeanen in Richtung kühleres Wasser. Und ich möchte Ihnen jetzt mal eine Passage lesen, die zu dem Phänomen im Ozean Stellung nimmt. Während bergbewohnende Lebewesen auf der Suche nach kühleren Temperaturen in die Höhe streben, zieht es bodenlebende Fische in die Tiefe. Britische, kanadische und norwegische Wissenschaftler ermittelten 2008, dass die Bodentemperaturen in der winterlichen Nordsee seit 1980 um 1,6 Grad Celsius gestiegen sind. In der gleichen Zeit hat sich die gesamte Gemeinschaft der bodenlebenden Fische in tiefere Gewässer zurückgezogen, mit einer Geschwindigkeit von 3,6 Höhenmetern pro Jahrzehnt. Doch wie die meisten Tiere im Hochgebirge an Grenzen stoßen, so ergeht es auch den bodenlebenden Fischarten im Meer. Irgendwann können sie nicht in noch größere Tiefen ausweichen, weil der Druck zu groß wird. Oder weil es diese Tiefen mit für sie erträglichen Wassertemperaturen in weitem Umfeld gar nicht gibt. Die Nordsee, um nur ein Beispiel zu nennen, ist ein Schelfmeer und nirgendwo tiefer als 200 Meter, abgesehen von der norwegischen Rinne im Skagerrak. Am Kontinentalrand fällt der Meeresboden dann relativ steil, gleich um mehrere hundert Meter ab. Wenn die Tiere sich physiologisch nicht an die höheren Wassertemperaturen anpassen, könnte es für einige in Zukunft problematisch werden.
Besonders empfindlich sind Eier und Jungfische. Sie tolerieren nur einen relativ engen Temperaturbereich und dürften die kritischen Entwicklungsstadien sein, die über Wohl und Wehe einer Fischart entscheiden. Neben der Befischung durch die Trawlerflotten der Menschen natürlich. Noch liegen die Laichgründe des Kabeljaus in Meeresgebieten, in denen die Temperaturen sich nah am Optimum für die Embryonalentwicklung halten. Computermodelle sagen jedoch voraus, dass der atlantische Kabeljau weiter nach Norden wandern und bei fortdauernder Erwärmung südlich des Polarkreises nicht mehr laichen wird. Doch hoch im Norden wäre er nicht allein, denn dort liegt das Reich des Polardorschs, eines nahen Verwandten, und die beiden werden zunehmend in Konkurrenz geraten. Dem kleineren Polardorsch droht also weitere Unbill. Als spezialisierte Kaltwasserart hat er schon mit dem Verschwinden der Eisdecke zu kämpfen, die seinem Nachwuchs Schutz bietet, und leidet besonders unter steigenden Wassertemperaturen. Liegen diese oberhalb von nur 3 Grad Celsius, beginnen seine Eier zu sterben. Ein Abwandern oder Rückgang dieser nördlichen Dorscharten hätte nicht nur gravierende sozioökonomische Konsequenzen für die Menschen, gerade der Polardorsch und seine Jugendstadien sind auch eine wichtige Nahrungsquelle für Seevögel und Säugetiere. Die Folgen wären durch die gesamte Nahrungskette spürbar. Generell wirkt sich die Erwärmung der Atmosphäre jedoch vor allem in der Oberflächenschicht des Wassers und in Meeresgebieten geringer Tiefe aus. Deshalb bewegen sich viele der dort lebenden Organismen, wie der Kabeljau, polwärts in kühlere Gewässer. Die dabei in den Ozean überbrückten Distanzen sind im Mittel 72 Kilometer pro Dekade deutlich größer als an Land, was auf den ersten Blick überrascht, denn das Meerwasser erwärmt sich ja langsamer als das Festland. Da der Temperaturgradient aber flacher verläuft, muss ein Fisch viel weiter polwärts sich bewegen, um dieselbe Umgebungstemperatur zu erhalten als ein kleines Säugetier an der nahegelegenen Küste, erläutert Camille Parmesan. Im gesamten Nordostatlantik, den manche Ozeanographen scherzhaft Brühkessel nennen, weil er sich deutlich stärker erwärmt hat als der globale Durchschnitt der Weltmeere, führt diese Wanderungsbewegung zu drastischen Veränderungen der Fauna. Immer wieder gab es Meldungen über exotische Fischarten, die im kalten Nordatlantik plötzlich in den Netzen erstaunter Fischer zappelten. Britische Wissenschaftler starteten deshalb eine groß angelegte Studie, um diese sporadischen Berichte mit wissenschaftlichen Daten zu unterfüttern. Ihre Analyse umfasste ein riesiges Gebiet des europäischen Kontinentalschelfs, rund 1,2 Millionen Quadratkilometer, und stützte sich nicht auf die Fänge der kommerziellen Fischerei, sondern auf über 25.000 Probennahmen mit dem Bodenschleppnetz, die man im Verlauf von fast 30 Jahren zur Überwachung und Erforschung der Fischbestände durchgeführt hatte. In die Berechnung gingen mehr als 100 Millionen Fische aus 177 Arten ein. Und davon zeigten 72% eine deutliche Reaktion auf die steigenden Wassertemperaturen. Viele Arten verlagerten ihren geografischen Schwerpunkt. In der Nordsee und vor der Südwestküste Norwegens werden nun immer mehr Fischarten gefangen, die früher nur in wärmeren Gewässern vor der Küste Portugals und im Golf von Biskaya zu Hause waren. Deutlich wurde dabei auch, dass eine Betrachtung der Wanderungsbewegungen allein nicht die ganze Dynamik der Veränderungen in den Ozeanen erfasst. Die innere Struktur der Lebensgemeinschaften wandelt sich. Arten, die früher selten oder nur sporadisch gefangen wurden, füllen nun in immer größerer Zahl die Netze der Fischer. Vor der nordfriesischen Küste ist die Zahl der jungen Sardellen regelrecht explodiert. Sie unterscheiden sich genetisch von den Biskaya-Sardellen, stammen also vermutlich von einer kleinen Nordseepopulation ab, die sich unter den jetzt günstigeren Bedingungen stark vermehrt hat. Ehemals typische Arten wie Glattrochen, Dornhai und Schellfisch gehen dagegen zurück. Fischereiwirtschaft und Verbraucher werden sich umstellen müssen, denn bisher hat man angesichts der neuen exotischen Fischgestalten eher das Gesicht verzogen. Unbekannt macht eben unbeliebt, kommentierte der Spiegel lakonisch. Der rote Knorrhahn, ein Fisch von spektakulärem, aber gewöhnungsbedürftigem Äußeren, wurde für Centbeträge verschleudert, weil niemand ihn haben wollte. Aber das ändert sich.
Meistens landeten die Fischer als Köder in den Homerfallen, berichtete der Spiegel. Jetzt ist ihr Marktwert schon auf das Zehnfache gestiegen. Für Stephen Simpson, den Leiter der britischen Studie, steht fest, die Erweiterung unseres Geschmacks wird beim Umgang mit dem Wandel eine wichtige Rolle spielen. Die Lebensgemeinschaften in der Nordsee und angrenzenden Meeresgebieten ändern sich fundamental. Für die Fischereiwirtschaft muss diese Entwicklung aber nicht grundsätzlich von Nachteil sein. Einige größere Arten, die bislang die Netze gefüllt haben, werden wohl aus der Nordsee verschwinden oder seltener werden. Dafür kommen aber neue, meist kleinere dazu und unter diesen sind einige echte Delikatessen. Der Wolfsbarsch zum Beispiel, auch unter dem Namen Loup de Mer bekannt, früher ein seltener Sommergast. Auch Nordseesardinen, Sardellen, Doraden und Meereschen könnten den Speisezettel bereichern. Für die vermehrt in der Nordsee auftauchenden Seepferdchen gilt das eher nicht. Die vielleicht ungewöhnlichsten Zuwanderer in der Nordsee sind die Tintenfische. Sie nehmen überall in der Welt stark zu, vermutlich weil der kommerzielle Fischfang ihre Feinde und Konkurrenten dezimiert hat. Wärmeres Wasser scheint ihre Ausbreitung zusätzlich zu begünstigen. Tintenfischen, die selten länger als 2 oder 3 Jahre leben, wachsen ohnehin sehr schnell. Nun legen sie noch schneller zu, weil die höheren Temperaturen ihren Stoffwechsel ankurbeln. Ähnlich wird im Übrigen auch der deutliche Zuwachs an Quallen begründet, die von manchen als Leuchtfeuer des Klimawandels bezeichnet werden, weil sie besonders sensibel auf Veränderungen der Umwelt reagieren. Nun sind es also auch in der Nordsee die Tintenfische, die viele der Kleintiere fressen. Darunter nicht zuletzt die Nachkommen ihrer eigenen Feinde, der größeren Raubfische. Ein Teufelskreis, der den Veränderungsprozess weiter vorantreiben wird. Obwohl schon immer einige Tintenfischarten, vor allem die zehnarmigen pfeilförmigen Kalmare der Gattung Loligo, in der Nordsee lebten, waren sie noch in den 1980er und 1990er Jahren kaum mehr als ein lokal auftretender, unbedeutender Beifang in den Netzen der Trawler. Das hat sich geändert. Heute sind sie nahezu flächendeckend in der gesamten Nordsee verbreitet. Neue Arten, wie der zu den fliegenden Kalmaren gehörende Ilex coindetii, sind dazugekommen und ihre Zahl ist bei starken Schwankungen so groß geworden, dass sich in den Niederlanden die ersten Fischer bereits auf den Fang von Tintenfischen spezialisiert haben. Durch Kattegat und Skagerrak umschwimmen die neuen Nordseefischarten Jütland, sodass Sardellen, Sardinen, Doraden, Meerbarben und Meereschen mittlerweile auch in der Ostsee auftauchen, die historisch gesehen erst südlich der dänischen Inseln beginnt. Im Sommer sieht man Schwärme von dicklippigen Meereschen, die in den Ostseehäfen den Algenbewuchs der Hafenbefestigung abweiten. Angler und Forschungsschiffe zogen sogar schon einige Kalmare aus dem brackigen Ostseewasser, was vor allem bei ersteren für große Verwunderung sorgte. Als relativ flaches Binnenmeer, das nur in begrenztem Maße Wasser aus der Nordsee erhält, wird sich die Ostsee stärker erwärmen als die großen Wassermassen im Westen. Sie böte wärmebedürftigen Fischarten also ein potenzielles Zuhause. Wäre da nicht ihr geringer Salzgehalt? Klimaforscher erwarten, dass über den angrenzenden Festlandsmassen in Zukunft mehr Regen niedergehen wird, sodass der Salzgehalt des Ostseewassers noch weiter sinkt. Ob und welche Meeresfischarten unter diesen Bedingungen dauerhaft in der Ostsee leben können, bleibt abzuwarten. Tintenfische werden wahrscheinlich nicht dazu gehören. Manchmal hat man ja die glückliche Situation, dass historische Daten oder historische Untersuchungen vorliegen, die man dann mit dem heutigen Zustand vergleichen kann, um diese Veränderungen über mehrere Jahrhunderte hinweg zu verfolgen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel einer deutschen sehr prominenten Figur, nämlich von Alexander von Humboldt, vorlesen. Und die Lehre daraus ist, dass man mit solchen historischen Daten auch sehr vorsichtig umgehen muss. Humboldts Tableau Physik. Historische Daten sind jedoch nicht immer so zuverlässig und bedürfen, wenn möglich, sorgfältiger und kritischer Kontrolle. Ein interessantes Beispiel liefert ausgerechnet eine der deutschen Lichtgestalten des 18. und 19. Jahrhunderts, der Naturforscher und Weltreisende
Alexander von Humboldt. Zu den vielen Werken, die er hinterlassen hat, gehört das Tableau Physique von 1807, ein Bild des über 6300 Meter hohen Vulkans Chimborazo in Ecuador, das zu den berühmtesten und einflussreichsten Darstellungen der Naturgeschichte gehört. Die Grafik zeigt die genaue Abfolge der Vegetationszonen an den Hängen des Vulkans und gibt gleichzeitig an, wo im Höhenprofil welche Pflanzenarten zu finden sind. Bis auf den Gipfel hatten es Humboldt und sein französischer Begleiter Aimé Bonpland nicht geschafft. Sie notierten aber ihre Beobachtungen, sammelten unterwegs viele Pflanzen und führten an den Fundorten Höhenmessungen durch. Das Tableau Physique, das die beiden 3 Jahre nach ihrer Rückkehr als Teil eines Essays über die Geographie der Pflanzen publizierten, wurde, so Pierre Mouret von der Universität Toulouse, zu einem ikonischen Meilenstein, fast einem Gründungsmythos in der Geschichte der Ökologie und Biogeographie. Der modernen Climate Change Biology lieferten die 200 Jahre alten detaillierten Angaben von Humboldt und Bonpland eine hochwillkommene Forschungsgrundlage, denn sie boten ja die Möglichkeit, die damalige Verteilung von Pflanzenarten am Chimborazo mit dem heutigen Zustand zu vergleichen. Das im Jahr 2015 veröffentlichte Ergebnis: um nicht weniger als 500 Höhenmeter hatten sich deren Vorkommen Richtung Gipfel verschoben. Ein drastischer Effekt der weltweit gestiegenen Temperaturen. In Vergessenheit geraten war dabei allerdings, dass das Tableau Physique nach Humboldts eigenen Angaben nicht nur die Situation am Chimborazo, sondern die der gesamten Region der äquatorialen Anden repräsentieren sollte. Von 10 Grad nördlicher bis 10 Grad südlicher Breite. Und dass Humboldt selbst für spätere Veröffentlichungen an der dargestellten Verteilung der Pflanzenarten erhebliche Korrekturen vornahm. Warum? Die Daten von Humboldt und Bonpland waren nie wirklich kritisch überprüft worden. Und als Pierre Mouret und seine Kollegen vor Ort eigene Untersuchungen anstellten und sich die historischen Dokumente, die Aufzeichnungen und Herbarblätter der beiden Entdecker genau ansahen, fielen ihnen zahlreiche Widersprüche auf. Nach einer geradezu kriminalistischen Spurensuche schälte sich schließlich folgendes Bild heraus. Die berühmte Abbildung stellt gar nicht die Verhältnisse am Chimborazo dar, wo Humboldt und Bonpland oberhalb von 3600 Metern gar keine Pflanzen gesammelt hatten. Starker Schneefall hatte bei ihrem Aufstieg alles zugedeckt. Und nachdem sie sich nur wenige Stunden lang über 4000 Meter aufgehalten hatten, mussten sie wieder absteigen. Die meisten Arten, die im Tableau Physique für diese Höhen angegeben werden, stammten von anderen Berggipfeln, vor allem vom Antisana, einem etwa 5700 Meter hohen Vulkangipfel, der in den Ostkordilleren liegt, ziemlich genau einen Breitengrad weiter nördlich. Natürlich ähneln sich die Vegetationszonen der tropischen Andengipfel, aber sie sind eben nicht genau gleich. Im Tableau Physique stellten Humboldt und Bonpland Erkenntnisse dar, die sie hauptsächlich am Antisana gewonnen hatten. Für die grafische Darstellung wählten sie aber, wohl aus ästhetischen Gründen, den Chimborazo, einen charismatischen Berg, der gewissermaßen als idealtypischer tropischer Andengipfel fungierte. Deshalb nahm Humboldt am Tableau immer wieder Änderungen vor, denn um ein solches Diagramm zu erstellen, muss man 2 widerstreitende Interessen berücksichtigen, schrieb er, Erscheinungsbild und Exaktheit. Und gerade um letztere zu erreichen, besserte er immer wieder nach. Wahrscheinlich deshalb, weil viele der von ihm und Bonpland gesammelten Pflanzen damals noch unbekannt und zunächst namenlos waren. Die Wissenschaftler, die sich das Tableau Physique zunutze machen wollten, um klimabedingte Veränderungen festzustellen, hatten am falschen Berg geforscht. Nicht den Chimborazo, sondern den Antisana hätten sie untersuchen müssen. Pierre Mouret und seine Kollegen holten dies nun nach und korrigierten die erst wenige Jahre zuvor ermittelten Verschiebungen nach unten. Die Pflanzen waren innerhalb von 215 Jahren tatsächlich den Berg hinaufgeklettert. Allerdings nicht um 500, sondern um 216 bis 266 Höhenmeter. Ein Wert,
der ziemlich genau den 10 bis 15 Metern pro Jahrzehnt entsprach, die man für diese Aufwärtsbewegung in anderen Weltgegenden ermittelt hat. Nun, neben dieser Verschiebung der Verbreitungsgebiete von Pflanzen- und Tierarten in Richtung der Pole oder bergauf, gibt es ein zweites sehr bedeutsames Phänomen, das eine Folge des Klimawandels ist, und zwar die zeitlichen Abläufe in der Natur passen immer weiter, immer häufiger nicht mehr zusammen. Jungtiere werden ja von Säugetieren oder auch von anderen Tieren vor allem dann zur Welt gebracht, wenn in der Natur die optimalen Nahrungsbedingungen herrschen. Wenn aber etwa die eine Art durch die Tageslänge beeinflusst wird, die andere Art aber durch die Temperaturen, dann klafft zunehmend eine Lücke, denn die Temperaturen steigen ja und die Tageslänge bleibt immer gleich. Besonders deutlich wird das, wenn man sich die Veränderung der Jahreszeiten anschaut. Die Jahreszeiten in Bayern. Die vorverlegte Algenblüte in Seen und Meeren findet an Land ihre Entsprechung in einem zeitigen Blühbeginn von Hasel, Forsythien und Apfel, den Indikatorpflanzen für die verschiedenen Phasen des Frühlings. Der Deutsche Wetterdienst unterhält deshalb hunderte sogenannter phänologischer Stationen, wo freiwillige Helfer seit Jahrzehnten Blühbeginn und Fruchtreife dieser und weiterer Indikatorpflanzen protokollieren. Allein in Bayern gibt es davon mehr als 1000. Da sich aber immer weniger Menschen an diesen Kontrollen beteiligen, ist die Zahl der aktiven Stationen mit der Zeit immer kleiner geworden und lag im Jahr 2010 nur noch bei knapp 250. Trotzdem stellen die dort erhobenen Daten eindrucksvolle Belege für das wahrscheinlich von den meisten Menschen geteilte subjektive Empfinden dar, dass die Winter immer früher enden. Die Haselblüte markiert den Beginn des Vorfrühlings. In den 50 Jahren von 1961 bis 2010 setzte sie in Bayern durchschnittlich um 4,6 Tage pro Jahrzehnt zeitiger ein, sodass sich insgesamt sie sich um 23 Tage verfrühte. Trotz der starken Schwankungen von Jahr zu Jahr ist dieser Trend statistisch gesehen auf hohem Niveau signifikant und er setzt sich in den anderen Jahreszeiten fort. Sommer und Herbst, angezeigt durch Blüte bzw. Fruchtreife des schwarzen Holunders, haben sich um 17 respektive 18 Tage nach vorn verschoben, wobei sich diese Trends in den Jahren nach 1980 verstärkt haben. Für den Winterbeginn gibt es naturgemäß keine Indikatorpflanze, wohl aber für den Spätherbst. Man zieht hier den Beginn der Blattverfärbung der Stieleiche heran, die in der Hälfte der Station verspätet eintrat. Eine signifikante Tendenz ließ sich aus den Daten allerdings nicht ableiten. Zwischen Haselblüte und herbstlichen Blattfall ist also eine deutlich verlängerte Vegetationsperiode entstanden. Zwischen 1961 und 2010 ist sie um 26 Tage, also fast einen Monat, angewachsen. Wobei sich auch hier der Trend in den letzten 30 Jahren beschleunigt hat. Was sich in Bayern abspielt, ist in den gemäßigten Zonen der ganzen Welt zu beobachten. In Japan blühen die Kirschen von Jahr zu Jahr früher. In Nordamerika findet der Eisbruch der Flüsse zeitiger statt. Zugvögel kehren früher aus ihren Überwinterungsgebieten zurück. Und auch das erste Quaken der Frösche ist heute 2 Wochen eher zu hören als vor 100 Jahren. Pilzsammler dürfen sich freuen, dass die Fruchtkörper ihrer Lieblinge heutzutage über einen wesentlich längeren Zeitraum aus dem Boden wachsen. Ob in Norwegen oder Österreich, die Saison der Großpilze beginnt heute deutlich früher als noch vor 50 Jahren. Vor allem aber ist sie länger und dauert bis in den Spätherbst an. Besonders ausgeprägt waren diese Verschiebungen in Großbritannien mit einem stärker ozeanisch geprägten Klima. Satellitenbeobachtungen zufolge hat sich der Beginn der Vegetationsperiode auf der gesamten Nordhalbkugel um mehrere Tage pro Jahrzehnt nach vorn verschoben. Allerdings sagen solche pauschalen Durchschnittswerte wenig über die Verhältnisse in einem konkreten Gebiet aus oder über die Veränderungen, die bei einzelnen Pflanzenarten aufgetreten sind.
Die Unterschiede können beträchtlich sein. An zwei Standorten in Grönland, das wie alle Gebiete der Arktis von diesen Verschiebungen besonders stark betroffen ist, hat sich der Blühbeginn seit der Jahrtausendwende um 8,7 oder sogar um 24 Tage pro Dekade verfrüht. Also um ein Vielfaches der in Bayern ermittelten Werte. An beiden Standorten gibt es aber auch Pflanzen, die praktisch gar keine Reaktion zeigen, während andere nun mehr als einen Monat früher zu blühen beginnen. In solchen Fällen kommt es zu einer zeitlichen Umorganisation des Blütenangebotes. Ein derartiger Lebensraum bietet heute im Detail einen ganz anderen Anblick als noch vor 20 Jahren. Nun, was das für Konsequenzen hat, möchte ich an Beispiel der Vögel zeigen. Übrigens, wenn mir der Schweiß runterläuft, liegt das nicht daran, dass ich in Angst ausbreche, sondern an den tropischen Temperaturen, die herrschen. Viele Zugvögel reduzieren die zu überbrückenden Distanzen, indem sie sich näher gelegene Quartiere suchen. Manche stellen den Zug schließlich ganz ein. Sie werden zu Standvögeln. Kommen die Vögel in Zugstimmung, dann äußert sich das in wachsender Unruhe, die man im Labor automatisch registrieren kann. Sie dauert ungefähr so lange wie der Flug in die Überwinterungsgebiete. Als Deutschlands Oberornithologe Peter Berthold und sein Kollege Francisco Pulido vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell über 14 Jahre aus dem Freiland stammende Mönchgrasmückenküken per Hand aufzogen, fiel ihnen auf, dass die Zugunruhe der Vögel immer mehr abnahm. Die Tiere also, ließe man sie fliegen, immer kürzere Distanzen zurücklegen würden. Wer die Zugstrecke verkürzt, hat gute Chancen, früher in die Brutgebiete zurückzukehren, um im zeitigen Frühjahr nicht das Beste zu verpassen. Oder sogar von der längeren Vegetationsperiode zu profitieren, weil sie die Gelegenheit bietet, mehrere Gelege hintereinander aufzuziehen. Durch gezielte Kreuzungen, besonders zugunwilliger Vögel, erhielten die beiden Forscher schon innerhalb von zwei Generationen Mönchgrasmücken, die überhaupt keine Zugunruhe mehr zeigten. Aus einem Zugvogel war ein Standvogel geworden. Für Francisco Pulido ist das ein gutes Zeichen. Bei Vögeln, die kurze bis mittlere Strecken von etwa 1000 Kilometern ziehen und bei denen das Zugverhalten genetisch bestimmt ist, wie bei den meisten Singvögeln, kann dies eine erfolgreiche Überlebensstrategie sein. Für Fernzieher ist eine solche Verhaltensänderung allerdings keine Option, weil sie bei Verkürzung der Flugstrecke möglicherweise mitten in der Wüste oder in einem Ozean landen würden. Vermutlich ist das ein Grund dafür, dass die Zahlen an Langstreckenfliegern bei uns generell zurückgehen. Ein derartiger Fernzieher ist der Trauerschnäpper. Er überwintert im tropischen Afrika, muss also die größte Wüste der Welt überqueren, die Sahara. Das begrenzt seine Fähigkeit, möglichst früh nach Europa zurückzukehren, sodass er die beste Zeit der immer zeitiger schlüpfenden Raupen seiner bevorzugten Beute zu verpassen droht. In den Niederlanden hat man die unvermeidliche Folge dieses phänologischen Mismatch, also des Fehlzusammenpassens, seit 1987 genau verfolgt. Dort, wo die Raupen besonders früh schlüpften, sind die Bestände des Trauerschnäppers um katastrophale 90% eingebrochen. An Standorten mit späterem Raupenschlupf sind es nur 10%. Darüber hinaus treibt der Klimawandel die Trauerschnäpper in eine fatale Konkurrenz mit der Kohlmeise. Das gilt vor allem für die Spätrückkehrer, die im Brutgebiet fast alle Nisthöhlen bereits besetzt vorfinden, zumeist eben von Kohlmeisen. Nach warmen Wintern befinden sich diese Standvögel schon mitten im Brutgeschäft und verstehen in dieser Zeit keinen Spaß, wenn ihnen ein Konkurrent wie der Trauerschnäpper den Nistplatz streitig zu machen versucht. Sie verteidigen ihr Gelege mit Vehemenz. Immer häufiger finden sich deshalb tote Trauerschnäpper in den Bruthöhlen der Kohlmeisen. Und fast immer sind es männliche Tiere mit schweren Kopfwunden. Unter den Fernziehern gibt es eine Gruppe von Vögeln, die durch ihren von dem aller anderen Vogelarten stark abweichenden Lebensstil wie aus der Art geschlagen erscheint. Gemeint sind die Kuckucke, die ein Leben als Brutparasiten führen.
Zeitliche Verschiebungen im Brutgeschäft ihrer Wirte bringen sie in Schwierigkeiten, denn es ist von entscheidender Bedeutung, dass sie ihren Wirten die eigenen Eier genau zur richtigen Zeit unterjubeln. Der Kuckuck muss möglichst vor den Küken der Wirtsvögel schlüpfen, damit er die Eier der Stiefgeschwister aus dem Nest werfen kann. Als Fernzieher, der sich vor allem an der Tageslänge orientiert, droht er nun jedoch zunehmend zu spät zu kommen, vor allem wenn er sich auf Standvögel oder Kurzstreckenzieher als Wirte spezialisiert hat, die ihr Brutgeschäft vorverlegt haben. Diese Spezialisierung zeigt sich zum Beispiel an der Färbung seiner Eier, die der Kuckuck in verblüffender Weise der seiner Wirte anpasst. Deshalb kann ein Kuckuck nicht einfach die Wirtsart wechseln, wenn die eigene zu einem ihm nicht passenden Zeitpunkt brütet. Dieses zunehmende Nicht-Zusammenpassen, das die Forscher konstatieren, löst eine beträchtliche Dynamik aus. Kuckucke, die auf jetzt für sie zu früh brütende Kurzzieher spezialisiert sind, durften in Zukunft einem immer stärkeren Selektionsdruck ausgesetzt sein und vielleicht sogar aussterben, wenn sie nicht anpassen. Aber auch die Wirtsvögel kommen nicht ungeschoren davon. Während Frühblüher wie Rotkehlchen, Heckenbraunelle und Bachstelze zunehmend von der Last der Kuckucke befreit werden, wird der Druck auf spätbrütende Arten stark zunehmen. Schon jetzt beobachten Vogelkundler, dass sich der Paradisierungsgrad bei Teichrohrsängern, einer der wichtigsten Wirtsarten des Kuckucks, in den letzten 32 Jahren mehr als verdoppelt hat. Wenn man sich mit Klimawandel beschäftigt, ist ein Blick in die Erdgeschichte, in die Vergangenheit unbedingt erforderlich, denn dort haben ja schon sehr viele Klimawandel stattgefunden, oft noch sehr viel dramatischer als das, auf das wir zusteuern oder an dem wir uns befinden. Ich möchte ein Beispiel bringen, das noch nicht so lange entfernt ist, nämlich aus historischer Zeit. Das zeigt aber, dass selbst kleinere Veränderungen des Klimas dramatische Effekte erzielen können. Jetzt, da ich diese Zeilen niederschreibe, steht die Welt unter dem Eindruck der Covid-19-Pandemie, einem Ereignis, das seit vielen Jahren befürchtet wurde und nun tatsächlich mit ungeheurer Wucht über uns hereingebrochen ist. Zur gleichen Zeit vollzieht sich im Osten Afrikas eine Katastrophe ganz anderer Art, die ungleich weniger mediale Aufmerksamkeit erhält. Eine Heuschreckenplage, die, wenn man ihr nicht bald Herr wird, viele Menschen in den Hungertod treiben könnte. Vermutlich ist in Vergessenheit geraten und den meisten Europäern nicht klar, dass Heuschreckenschwärme nicht nur in Afrika wüten, sondern auch über ihren Kontinent herfallen können. Zuletzt geschah das 1873 bis 75 in Brandenburg und Polen, wo die Schwärme große Schäden anrichteten. Josef Reichholf zitiert den Propheten Joel, der eine Heuschreckeninvasion in so eindringlichen Worten schildert, dass ich sie hier in Auszügen wiedergeben muss. Gleich wie sich die Morgenröte ausbreitet über die Berge, kommt ein großes, mächtiges Volk. Das Land ist vor ihm wie ein Lustgarten, aber nach ihm wie eine wüste Einöde. Sie sind gestaltet wie Pferde und rasen wie Reiter. Sie jagen über die Berge daher, rasseln wie Wägen und wie ein Brand, der im Stroh lodert. Sie kommen wie ein mächtiges Volk, das zum Kampf gerüstet ist. Die Menschen entsetzen sich vor ihm und alle Gesichter erbleichen. Sonne und Mond werden verdunkelt und die Sterne verlieren ihren Schein. Während des mittelalterlichen Klimaoptimums hatte 500 Jahre lang Ruhe geherrscht. Aber mit der kleinen Eiszeit und in engem zeitlichen Zusammenhang mit den Pestvögeln, den Seidenschwänzen, kam dieses mächtige Volk durch das Donautal nach Mitteleuropa zurück. Von 1337 bis 39 überfluteten gewaltige Massen von Wanderheuschrecken das Land, sodass man kein Gräslein und kein Blatt an den Bäumen sehen konnte, berichtet ein Zeitgenosse. Für die Zukunft ist Vergleichbares eher nicht zu befürchten, denn das Auftreten dieser Heuschreckenplagen scheint in Europa an kalte und feuchte Zeiten gebunden zu sein.
Damals zogen offenbar schwer mit Feuchtigkeit beladene Wolkenmassen derart schwungvoll über die alte Welt, dass sie noch weit im Osten ergiebigen Regen brachten. Es war derselbe Regen, der auch für das Gras von Chinggis Khans Reiterarmee sprießen ließ. Die Gegend um das Schwarze Meer verwandelte sich in ein Paradies für Heuschrecken, die eigentlich Einzelgänger sind. Wenn der Tisch aber derart reichlich gedeckt ist, wenn überall plötzlich frisches Grün sprießt, dann kann die Population explodieren und die Zahl der Tiere so groß werden, dass sie eng aufeinander hocken und sich oft berühren. Ist das der Fall, geschieht etwas Erstaunliches. Im Verlauf mehrerer Häutungen verwandeln sich bislang unauffällige, einzelgängerische, graue Heuschreckenmäuse in robuste, auffällig gefärbte und äußerst soziale Flieger, die engen Kontakt mit Artgenossen suchen. Irgendwann fällt dann der Startschuss und ein Millionenheer erhebt sich rasselnd in die Luft, um andernorts nach neuen Nahrungsquellen zu suchen. Seit ihrem Überfall in den 1330er Jahren kamen die Heuschrecken in jedem, außer dem 15. Jahrhundert, einmal nach Europa. 1542 und 43, 1693, 1747 bis 49, 1873 bis 75. Bis die kleine Eiszeit sich endgültig verabschiedete und der Steppenregen ausblieb. Wie viel Zeit haben wir noch? Okay, dann kann ich wie geplant fortfahren. Die Auswirkungen des Klimawandels sind, so nennen das die Biologen, ein Bottom-up-Prozess. Das heißt, er beginnt ganz unten beim Individuum. Wie Individuen auf den Klimawandel reagieren, summiert sich dann dazu, wie ganze Populationen auf den Klimawandel reagieren, ganze Arten, ganze Tiergemeinschaften. Dazu der Abschnitt der thermale Sicherheitsabstand. Steigende Temperaturen treffen die Lebewesen in den Tropen und Subtropen härter als die in den gemäßigten Zonen. Das mag im ersten Moment überraschen, weil alles, was dort lebt, doch eigentlich an Hitze gewöhnt sein sollte. Es ist aber eine logische Folge der Tatsache, dass tropische Organismen generell näher an den von ihnen maximal tolerierbaren Temperaturen leben, als zum Beispiel wir in unserem angenehm temperierten Mitteleuropa. Die Differenz zwischen dieser maximal tolerierbaren Temperatur, deren Überschreitung einen mehr oder weniger raschen Tod zur Folge hätte, und der maximalen Temperatur, der eine Art in der Natur tatsächlich ausgesetzt ist, wird als thermaler Sicherheitsabstand bezeichnet. Bei Bewohnern tropischer Ozeane ist er besonders klein und wird im Zuge des Klimawandels noch weiter zusammenschrumpfen. Außerdem sind tropische Meerestiere an mehr oder weniger gleichbleibende Temperaturen gewöhnt und tolerieren nur geringe Abweichungen. So ergibt sich ein fast paradoxer Zusammenhang. Gerade die gegenüber Hitze tolerantesten Arten sind durch weitere Temperaturerhöhungen am stärksten bedroht. Wie groß der thermale Sicherheitsabstand ist, hängt bei Tieren entscheidend davon ab, ob in ihrem Lebensraum noch thermale Refugien existieren. Tropische Meeresbewohner können dem Temperaturstress nur ausweichen, indem sie sich nach Norden oder Süden in kühleres oder tieferes Wasser bewegen. Dort, wo sich ihr thermaler Sicherheitsabstand wieder vergrößert. Sie müssen dabei aber relativ große Strecken zurücklegen. Für Bewohner von Korallenriffen ist die Auswanderung ins freie Wasser allerdings keine Option. Landtiere haben ein anderes Problem. Wenn sie sich polwärts bewegen, verringert sich ihr thermaler Sicherheitsabstand, denn dieser ist an Land nicht auf Höhe des Äquators wie im Meer am höchsten, sondern in den Subtropen am kleinsten, wo die Temperaturen stärker schwanken und Extremwerte auftreten können. Tiere sind daher auf Schutzräume in der näheren Umgebung angewiesen, auf Orte, deren Mikroklima es ihnen erlaubt, sich abzukühlen.
Oft reicht ein wenig Schatten durch Bäume oder Sträucher, eine Erd- oder Felsspalte, ein Gewässer, ein Stein, unter den man sich verkriechen kann. Gibt es keine kühlenden Refugien, kann der thermale Sicherheitsabstand schon heute auf Null sinken und die maximal tolerierbare Temperatur überschritten werden. Dann droht eine lebensgefährliche Hyperthermie. Mit trauriger Regelmäßigkeit ist solch eine Situation mittlerweile fast jedes Jahr in Australien zu erleben, das in der jüngsten Vergangenheit nicht nur von verheerenden Bränden, sondern im Vorfeld auch von extremen Hitzewellen heimgesucht wurde. Für manche Tiere war das zu viel. Etwa für die freilaufenden Hühner von Adam Oaten, dem Besitzer von Adelaide Hills Pastures X. Im Jahr 2019 musste er 1000 seiner Vögel begraben. Die eigentlichen Opfer aber waren im Botanischen Park von Adelaide und entlang des Flusses Torrens zu beklagen, wo sie tot vom Himmel plumpsten oder aus den Baumkronen fielen. Es handelte sich um Flughunde, große, fruchtfressende Verwandte der Fledermäuse. Tagsüber hängen die Tiere in Kolonien kopfunter und schlafend an den Ästen der Bäume. Wird ihnen dabei zu heiß, versuchen sie zunächst, sich mit ihren Flughäuten Kühlung zuzufächeln. Hilft das nicht, beginnen sie sich abzulecken oder, knapp über der Oberfläche fliegend, mit dem Bauch in ein Gewässer einzutauchen, um sich Erleichterung zu verschaffen. Aber im Jahr 2019, bei Rekordtemperaturen von bis zu 48 Grad Celsius, war das alles vergeblich. Laut The Independent vom 16. Januar 2019 starben die Flughunde in biblischem Ausmaß. Helfer mussten sich um Hunderte von verwaisten Jungtieren kümmern. Schon 2 Monate und eine Hitzewelle zuvor waren weiter nördlich in Cairns innerhalb von nur 2 Tagen 23.000 Brillenflughunde verstorben. Ein Drittel der gesamten australischen Population dieser Art. Justine Wellbergen von der Western Sydney University erklärte, seitdem sich hier Menschen niedergelassen haben, hat es ein derartiges Ereignis so weit nördlich in Australien noch nicht gegeben. Wellbergen und seine Kollegen müssen es wissen, denn sie untersuchen diese Ereignisse seit Jahren. Bereits 2008 veröffentlichten sie eine Arbeit über das massenhafte Sterben der Flughunde. Heute kommt es fast jedes Jahr zu solchen Tragödien, doch es hat sie schon immer gegeben. Wie oft, wissen wir nicht. Die erste ist aus Sydney belegt, aus dem Jahr 1791. Eine Ausnahme, denn früher blieb das Massensterben meistens unentdeckt, weil es sich in abgelegenen Gegenden abspielte. Da ihre natürlichen Lebensräume immer mehr zusammenschrumpfen, haben sich Flughunde jedoch seit einigen Jahren zum Leibwesen nicht weniger Bewohner in großen Kolonien mitten in den Parks australischer Großstädte niedergelassen. Dort findet ihr Sterben nun vor den Augen der Öffentlichkeit statt. Es sind also nicht nur die steigenden Temperaturen daran schuld, dass von den 39 Die-Off-Events, die Wellbergens Team nachweisen konnte, 35 nach 1994 stattgefunden haben. Allein im letzten Jahrzehnt starben dabei über 130.000 Flughunde, ein Drittel davon an einem einzigen Tag im Jahr 2014, als plötzlich aufkommende nordwestliche Winde die seit Wochen aufgeheizte Luft über dem Outback nach Südost-Queensland bliesen, wo 3 Flughundarten vorkommen. Die Temperaturen stiegen dort rasch auf 43 Grad und darüber hinaus und damit in den roten Bereich. Wellbergen und seine Mitarbeiter versuchten, sich ein möglichst vollständiges Bild von der Lage zu machen und zählten schließlich mindestens 45.000 Kadaver, bis heute das tödlichste Ereignis dieser Art. Am schlimmsten traf es die tropischen schwarzen Flughunde. 96% der Hitzeopfer gehörten dieser einen Spezies an, etwa die Hälfte der Population, die in diesem Gebiet lebte. Besonders betroffen waren abhängige Jungtiere und ihre Mütter. Auf dem Höhepunkt der Hitzewelle im Januar 2019 gaben die Behörden im Bundesstaat New South Wales eine Warnung heraus, ein Bad Danger Alert, weil hilfsbereite Menschen vor Hitze und Durst halb wahnsinnige Flughunde auflasen und von diesen dann gebissen und gekratzt wurden.
da Flughunde Träger des für Menschen gefährlichen Lassa-Virus sein können, sollten Bürger, die hilflose oder notgeratene Flughunde finden, keinesfalls selbst aktiv werden, sondern erfahrene Helfer alarmieren. Das heißt übrigens Lassa-Virus, nicht Lassü. Das Massensterben der australischen Flughunde zeigt, wie dramatisch sich einzelne extreme Ereignisse auf die Tier- und Pflanzenwelt auswirken können. Was früher die Kanarienvögel in den Kohleminen gewesen seien, seien heute die Flughunde für den Klimawandel, warnte Justin Wellbergen. Ihr Sterben enthält eine Botschaft, die wir besser nicht überhören sollten. Während extremer Hitzewellen trennt sich schnell die Spreu vom Weizen. Offenbar ist es für die Flughunde nicht möglich, sich an Temperaturen über 42 Grad anzupassen. An Bedingungen also, die in Australien seit langem gelegentlich auftreten und in Zukunft häufiger herrschen werden. Die Flughunde stehen mit diesem Problem nicht allein da. Nach einer Periode extremer Hitze und Trockenheit wurden 2016 auch im berühmten kambodschanischen Angkor Wat-Tempelkomplex hunderte von toten Fledermäusen gefunden. Studien, die klimatische Verhältnisse zugrunde legen, wie sie gegen Ende des Jahrhunderts erwartet werden, lassen befürchten, dass zudem viele australische Vogelarten während zukünftiger Hitzeperioden ernsthafte Schwierigkeiten bekommen könnten. Warum sind Temperaturerhöhungen mitunter sogar geringfügige, um wenige Grad von Tieren so schwer zu tolerieren? Warum verlassen viele sogar ihren angestammten Lebensraum, wenn es wärmer wird? Nun, die Temperatur hat großen Einfluss auf praktisch alle Lebensprozesse, weil biochemische Reaktionen in der Regel wärmegradabhängig sind. Untersuchungen wie die des Stanford-Physiologen George Somero zeigen, dass Hitze sich direkt und fatal auf Organismen auswirken kann. Dass sie ihren Lebensraum verlagern und kühlere Bedingungen suchen, geschieht also nicht aus Aktionismus oder Wanderlust, sondern weil die steigenden Temperaturen ihre Körper schlicht zu überfordern drohen. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Herz. Bei vielen Tierarten nimmt die Herzfrequenz zunächst mit steigenden Temperaturen zu, um dann jäh abzufallen, wenn der letale Wert erreicht wird. Im Falle der Flughunde sind das die ominösen 42 Grad. Nun, Sie ahnen es nach diesen Beispielen, viel Positives über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Natur ist nicht unbedingt zu berichten und das ist auch nicht zu erwarten. Es ist eine beträchtliche Dynamik in Gang gekommen und wohin die vielen führen wird, das wird im Wesentlichen davon abhängen, wie hoch die Temperaturen steigen und damit auch von unseren Entscheidungen und unserem Handeln. Es gibt aber tatsächlich auch Hoffnungsschimmer. Und ich möchte das gerade zum Abschluss an einem Beispiel zeigen, das als besonders aussichtslos eigentlich erscheint, nämlich das Beispiel der Korallenriffe. Sie alle kennen das, wenn die Temperaturen im Wasser zu hoch steigen, dann bleichen Korallen und sterben möglicherweise in der Folge sogar ab. Dazu der letzte Abschnitt. Achso, vorher muss ich noch sagen, Korallen, das wissen sicherlich auch die meisten von Ihnen, sind eine Symbiose aus einem Polypen und Algen, die den Polypen mit den Produkten ihrer Photosynthese beliefern. Der Polyp bietet ihnen dafür einen Schutzraum und optimale Positionierung sozusagen im Sonnenlicht, im flachen Wasser. Und beide zusammen bilden ein wirklich unschlagbares Team. Nur in dieser Gemeinschaft können Korallen in tropischen Meeren existieren. Und nur in Verbindung mit ihren Algenpartnern werden die Polypen zu dem befähigt, was wir als typische Korallenmerkmale ansehen. Als Team oder Metaorganismus, der noch einige weitere Mitglieder umfasst, die ich hier übergehe, erschaffen sie Unglaubliches, von Leben schier überquellende Oasen in einer marinen Wüste. Korallenriffe beherbergen schätzungsweise 800.000 verschiedene Tierarten. Die Korallenbleiche ist gleichsam der Abbruch dieser für beide Partner so segensreichen Beziehung.
Wird das Wasser zu kalt oder zu warm, stoßen die Polypen ihre Algen aus, werden dabei weitgehend farblos und bieten nun gewissermaßen freien Durchblick auf das weiße Kalkskelett, auf dem sie sitzen. Sie bleichen. Vieles spricht dafür, dass die Bleiche vor allem die Folge einer nüchternen Kosten-Nutzen-Rechnung der Polypen ist. Unter normalen Umständen fällt sie klar zugunsten der photosynthetisch aktiven Algen aus. Wird es aber zu warm, werden die Algen plötzlich zur Last. Die Kosten ihrer Anwesenheit in den Wirtszellen überwiegen den Nutzen, weil die Algen nun mehr Ressourcen für das eigene Wachstum benötigen. Aus einem Symbiosepartner wird ein Parasit, sodass man sich seiner besser entledigt, auch wenn man danach zumindest zeitweilig hungern muss. Zeitweilig deshalb, weil die Bleiche in vielen Fällen reversibel ist. Ist der Temperaturschock nicht zu groß gewesen und das Wasser wieder kühler, können die Polypen sich mit neuen Symbionten ausstatten und genesen. Erst seit wenigen Jahren weiß man, dass es von diesen Algensymbionten viele hunderte diverse Typen gibt. Die sind äußerlich nicht voneinander zu unterscheiden, genetisch aber sind sie verschieden. Und was ausschlaggebend ist, sie sind ungleich tolerant gegenüber höheren oder tieferen Temperaturen und anderen Zumutungen der Umwelt. Versetzt man Korallenkolonien innerhalb eines Riffs vom Schatten in die Sonne, reagieren viele verstimmt auf den Temperaturschock und bleichen partiell aus. Monate später findet man sie dann wieder bei bester Gesundheit vor, ausgestattet mit einem anderen, besser angepassten Algenstamm als Photosynthese betreibenden Partner. So wie der Handwerker sich aus seiner Tasche ein für die jeweilige Aufgabe passendes Werkzeug heraussucht, wählen Korallenpolypen aus dem Angebot im umgebenden Wasser offenbar die für die jeweils herrschenden Bedingungen am besten geeigneten Algensymbionten aus. Hoffnung keimte auf. Was die Polypen aushalten und was nicht, hängt nicht zuletzt davon ab, mit wem sie sich zum Korallenmetaorganismus zusammentun. Ist die Korallenbleiche am Ende gar kein alarmierendes Krisenzeichen, sondern eine notwendige Übergangsphase, um danach dann gestärkt und besser gewappnet wieder an den Start gehen zu können? Führende Korallenexperten wie die Australierin Madeleine van Oppen vom Australian Institute of Marine Science in Townsville winken ab. Ein Symbiontenwechsel sei eine Option, um vorübergehende Hitzewellen mäßiger Intensität zu überstehen, aber sicher kein Allheilmittel gegen die Bedrohung durch den Klimawandel, der marine Hitzewellen in immer höherer Frequenz und Intensität sowie dauerhafte und wesentlich dramatischere Veränderungen mit sich bringe. Doch im Jahr 2017 kamen neue gute Nachrichten, diesmal aus Israel. Zusammen mit Schweizer Kollegen berichteten Wissenschaftler eines Marienforschungsinstituts von einer ungewöhnlichen Entdeckung im Golf von Aqaba, der sich als schmaler Fortsatz des Roten Meeres zwischen der Sinai-Halbinsel und Saudi-Arabien nach Norden erstreckt, unter dessen Ende das jordanische Aqaba und das israelische Eilat einander gegenüberliegen. In den artenreichen Riffen, die sich im Golf parallel zur Küste erstreckten, stießen die Forscher auf eine Korallenart, Stylophora pistillata, der hohe Wassertemperaturen und Versauerung gar nichts auszumachen scheinen. Sie hielten die Korallen für Wochen bei Temperaturen über dem langjährigen Sommermaximum und bei relativ niedrigem pH-Wert, ohne dass die Tiere ihre Symbionten ausstießen und ausblichen. Im Gegenteil. Die Zooxanthellen, also diese symbiotischen Algen, wirkten überaus vital, verdoppelten sogar ihre Sauerstoffproduktion und steigerten ihre Photosyntheseleistung um 50%. Es hatte den Anschein, als seien diese Korallen und diese Symbionten für wärmere Wassertemperaturen bestens gerüstet und lebten im Golf von Aqaba sogar unter ihren Möglichkeiten. Warum gelingt dieser einen Korallenart mühelos, woran überall in der Welt andere zu scheitern drohen? Die Forscher glauben, dass der Grund in der jüngeren Besiedlungsgeschichte des Roten Meeres zu suchen ist. Das langgestreckte Meer war nämlich während des letzten Eisvorstoßes zu einer besseren Salzlake ausgetrocknet. Der Meeresspiegel war um 120 Meter gesunken.
Korallen konnten dort nicht mehr leben. Erst vor 6.000 bis 7.000 Jahren, als der Wasserspiegel etwa das heutige Niveau erreicht hatte, wurde das Rote Meer von Süden her aus dem Indischen Ozean neu besiedelt. Dabei mussten die im Wasser schwebenden Larven der Korallen am südlichen Eingang zwischen dem Jemen und Eritrea einen Engpass mit sehr hohen Wassertemperaturen von über 30 Grad passieren. Ein Bottleneck, ein Flaschenhals, der in abgeschwächter Form auch heute noch besteht und damals eine scharfe Auslese bewirkte. Nur die Korallen, die die hohen Temperaturen zusammen mit ihren Algen ertrugen oder sich rasch anpassten, konnten weiter vordringen bis hinauf in den Golf, wo die Wassertemperaturen deutlich niedriger liegen. Für alle anderen war hier Endstation. Styloporua pistillata schaffte den Zugang und ist heute schon für Bedingungen gerüstet, die erst für die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts erwartet werden. Die Forscher suchen nun die Gene, die für diese außergewöhnliche Fähigkeit verantwortlich ist. Klar ist, sagte Maus Fine, Professor an der Bar-Ilan-Universität, dem Berliner Tagesspiegel, der Golf von Akaba könnte zukünftig die letzten großflächigen intakten Riffe beherbergen. Wenigstens lokal könnten riffbildende Korallen die anstrengenden Temperaturen also überleben. Immerhin. Allerdings ein Hoffnungsträger an einem speziellen Standort, der macht noch keine intakten, artenreichen Riffe im Rest der Welt. Was ist mit all den anderen tropischen Korallen rund um den Äquator? Ein vielversprechender Weg könnte darin bestehen, die zur Wiederansiedlung bestimmten Tiere gleichsam zu trainieren, besonders ihre symbiontischen Algen. In einem faszinierenden Experiment ist es australischen Forschern um Patrick Berger und Madeleine van Oppen tatsächlich gelungen, im Sabor mehrere Algenstämme außerhalb ihrer Wirte bei 31 Grad Celsius zu halten und dabei über einen Zeitraum von 4 Jahren und 120 Zellgenerationen bemerkenswerte Veränderungen anzustoßen. Die Forscher nennen dieses Verfahren assistierte Evolution. Die zukünftigen Partner wurden anschließend über 30 Tage lang bei niedrigeren Temperaturen zusammengehalten, um eine Aufnahme der Algen durch die Korallenlarven zu ermöglichen und sicherzustellen, dass möglicherweise neu erworbene Eigenschaften der Wirte wirklich auf die evolvierten Algenzellen zurückgingen und nicht eine Folge eigener Gewöhnungseffekte waren. Danach wurden die Larven isoliert und in algenfreiem Wasser in Ruhe gelassen, um den aufgenommenen Algen Zeit zur Vermehrung zu geben. Tatsächlich fanden die Forscher nach 45 Tagen ungefähr 10.000 Algenzellen pro Larve, die anschließend einer Vielzahl von physiologischen und biochemischen Tests unterzogen werden. Unsere Ergebnisse liefern den überzeugenden Beweis, dass die Toleranz von Korallen gegenüber hitzeinduzierter Bleiche vergrößert werden kann, indem man in Kultur gehaltene Algensymbionten über lange Zeit Hitze aussetzt und sie dann wieder in Korallen überführt. Ein erstaunliches Resultat, das auch unterstreicht, wie sehr der Metaorganismus Koralle auf die Fähigkeit dieser winzigen Einzeller angewiesen ist. Was noch aussteht, ist der Nachweis, dass die durch die Symbionten neu erworbene und verbesserte Hitzetoleranz auch im Freiland Bestand hat. Die Zuversicht auf Seiten der Forscher ist groß. Hinsichtlich des Management und der Pflege der wertvollen Riffe sprechen sie jetzt sogar von einem Paradigmenwechsel. Maus Fine, der zu jenen israelischen Forschern gehört, denen wir die Entdeckung der hitzetoleranten Korallen im Golf von Akaba verdanken, hat schon vor Jahren eine andere Fähigkeit von Korallen aufgedeckt, die die Forscher nicht minder überraschte. Die Idee dazu lieferten ihm und seinen Kollegen Dan Chernoff die bereits erwähnten Reef Gaps, also Lücken in der Fossilüberlieferung der Erdgeschichte, in denen für lange Zeiträume, viele Millionen Jahre, scheinbar keine Korallen vorhanden waren und plötzlich tauchten sie dann wieder auf. Um diese korallenrifflosen Zeiten in der Erdgeschichte zu erklären, hatten Wissenschaftler vermutet, dass die riffbildenden Korallen vielleicht auch ohne Kalkskelette existieren könnten, wenn ein zu niedriger pH-Wert eine Kalkabscheidung verhinderte. Möglicherweise pendelten sie je nach äußeren Bedingungen zwischen beiden Zuständen hin und her.
Die Bildung von Kalkskeletten wäre dann kein Merkmal, das eine Verwandtschaft begründet, sondern repräsentierte eher einen bestimmten Organisationsgrad. Tschernow und Fine machten die Probe aufs Exempel. Sie setzten Fragmente zweier mediterraner Korallenarten einem pH-Wert von 7,3 bis 7,6 aus und verglichen sie mit Koloniefragmenten, die im normalen Oberflächenwasser bei pH-Werten über 8 gehalten wurden. Während die Kontrollen sich nicht veränderten, begannen die in saurerem Milieu gehaltenen Polypen sich nach einem Monat zu strecken. Bald löste sich erst die Kolonieform und dann das Kalkskelett auf. Überraschenderweise, berichteten die Forscher, hafteten die Polypen aber weiterhin an dem steinernen Untergrund, der sich nicht aufgelöst hatte. Wenn es für sie also hart auf hart kommt, werden sie hoffentlich weich, scherzte der Wissenschaftsjournalist Ed Yong. Die nun skelettlosen Polypen verdreifachten schließlich ihr Gewicht, behielten ihre Algen und produzierten wie die weiterhin unveränderten Kontrolltiere in den Frühlings- und Sommermonaten weibliche und männliche Keimzellen. Es schien ihnen gut zu gehen, denn kein einziges Fragment starb. Wirklich erstaunlich war aber, was passierte, als die Koloniefragmente nach einem Jahr ohne Skelett wieder in normales Ozeanwasser umgesetzt wurden. Sie schlossen sich wieder zu Kolonien zusammen und begannen sofort Kalk abzuscheiden und ein neues Skelett zu bilden, als hätte es die sauren Zeiten nie gegeben. Inwieweit sich diese Resultate verallgemeinern lassen, ist nicht klar. Nachfolgeexperimente sind wohl nie durchgeführt worden. Offenbar können zumindest manche Korallen je nach äußeren Bedingungen mit oder ohne Skelett existieren, in Kolonien oder allein als Solitär. Es ist durchaus denkbar, dass riffbildende Korallen, die durch den Klimawandel ausgelösten Veränderungen und die Versauerung des Ozeanwassers zumindest lokal überstehen, wenn auch weit entfernt von alter Pracht und Größe. Und vielleicht könnten ihnen die Menschen dabei sogar helfen. Zwar würden sich im sauren Ozeanwasser der Zukunft die Struktur der Riffe ohne die Kalkablagerung fundamental verändern, was natürlich nicht ohne Wirkung auf die vielen tausend Organismenarten bleiben würde, die auf sie angewiesen sind. Ihre Schöpfer aber, die Korallenpolypen, könnten in Refugien überleben, um irgendwann einen neuen Anlauf zur Besiedlung der Ozeane zu starten, wie sie es allem Anschein nach schon mehrfach in der Erdgeschichte getan haben. Vielen Dank für Ihr Interesse und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.